Und damit ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Let's Play Tales of Arise. Ich bin es immer fix. Und diese schöne Blümlein ignorieren wir jetzt einfach. Wir trampeln einmal drauf. Bam! Auf Wiedersehen, Blümlein. Wir sind hier gerade auf dem Weg, einer Katze zu folgen. Die haben beim letzten Mal hier König Dahlim, den Herrscher, den Lord Dahlim hier getroffen. Und er hat uns ein sehr seltsames Bild gegeben, nämlich, dass er nämlich nicht an der ganzen Thronreihenfolge interessiert ist und eigentlich nur seinen Weg gehen will. Ob das aber hier stimmt, das wissen wir nicht. Wir haben, als wir jetzt eigentlich mehr oder weniger hier aus der Region rausgeworfen sind, ohne jetzt hier wirklich einen Grund haben, hier loszulegen, eine Katze gefunden, die wir nun verfolgen, denn die hat ein merkwürdiges Symbol gehabt und möglicherweise ist das eine Spur, wo wir hin müssen. I get that underground forests aren't exactly something you see every day, but I really could have done without any Zoogles running around. You said it. I get the city up top surrounded by castle walls, but now I won't be able to sleep easy knowing they're lurking underneath. You have nothing to fear. Zoogles work for the Renans. There might be strays out here, but the other Zoogles won't let them get close. Using Zoogles to keep watch over their own kind, huh? That would explain why we're not seeing any guards. Yeah, which makes it that much easier for someone to hide around here, too. Ah! Sorry, Shion. My foot slipped. Are you all right? I should be asking you. What am I saying? Of course you're okay. It's easy to forget sometimes. If anybody else had been in your place, they'd be howling right about now. Huh? Oh, right. You mean your thorns. Yeah, I'm, no worse for wear over here. Again, sorry for brushing you like that without warning. Well, just be careful. Hey, Alfin? Hmm? Forget it. It's nothing. I'm sorry to bother you. Okay. What's with those two? Tja, die Werte Sion verhält sich ja in letzter Zeit ein bisschen komisch hier. Wieso, wissen wir noch nicht, aber... ignorieren. Können wir das so, denn wir müssen kämpfen, liebe Leute, Mann. Wir gehen hier auf Katzenjagd, da haben wir nicht Zeit, um uns mit Gefühlen rumzuschlagen. Zack! Das ist so ganz flott hier, Mann. Level 21 sind die Gegner inzwischen. Ja, Level 19, das ist ja eigentlich fast in Ordnung. Was ist denn das für eine seltsame Pflanze da? Ich stehe jetzt immer unter Druck, Mann. Ich will mehr Erfahrungspunkte! Schnell zu den nächsten Gegnern! Okay, die Affen kennen wir, die haben wir gerade bekämpft. Alter, in der Luft, Mann! Willst du mal irgendeinen Gegner treffen? Ja, ich wusste ihn. Ah! Langsam fürs Müsse da alles. Damn you, Affen! Da muss der Hundemann muss da immer loslegen, Mann. Der Hundemann ist nämlich niemand anders als unser guter Freund. Der Wert. Ah, oh, warte mal. Geht der Kommobalken jetzt? Ja, gut, das schaffen wir nicht. It's possible, but give them enough time and trees can get pretty big on their own without any extra. Ha! Ich hab nur erwischt. Ah, genau. Der eine Gegner, auf den ich schaue, der hüpft nicht auf mich. Und der andere schon, Mann. Sehr schön. Fiese Gegner. Aber okay, kriegt man auch hin.
Wyvern! Strike! Alright, it's showtime! In here! Take this! I'm on! Gravitas speed! Move now! So! Das ist so nett, wenn die Gegner einfach so keine Chance haben, aus ihrem Kombo mehr rauszukommen. Und man sie immer weiter hier niederdrücken kann, das ist so super. Der mit seinen Waffenmaterialien. Der Waffen-Nerd spricht. Okay, Waldgurke. Schön daneben gehauen. Did you just heal me? Yes. I need you, remember? Right. Now, get toasty! Ich liebe es. Ich mache die Attacke immer nur wegen dem Move, weil der immer so cool aussieht. Jetzt nochmal wieder. Ah, ich habe nach links gedrückt. Schade, ich hätte es gerne wieder einen Alfenschirm-Move gehabt. Aber okay. Nehme ich auch. Auch wenn ich immer noch Angst habe, dass jetzt auf einmal wieder mal so ein Drache oder so von oben runterhüpft. Alles schon vorgekommen. Alles schon vorgekommen. Aber nicht, dass das ein Problem darstellt. So. Trotzdem vor einem neuen Boss hätte ich ehrlich gesagt ganz gerne nochmal ein paar Items mal. Ich meine, wir haben jetzt inzwischen ein bisschen Geld. Aber es ist halt wirklich nicht so, dass wir hier in den Galt schwimmen. Und wenn jetzt ein, zwei fiese Fights kommen, ihr könnt ruhig mithelfen, gell? Dann sind wir gleich mal wieder hier mit unseren Items heraus. Sind wir gleich mal wieder mit unseren Items leer. Aber okay. Irgendwie hören wir das und hoffen einfach, dass ein paar Apfelgele vom Himmel runterfliegen. Luff, 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 luff. Gegner! Wie soll man denn da bitte noch erkunden, Mann? Oh mein Gott, Mann, der hat es gerade gezaubert. Ich war eine Sekunde zu langsam. Die sind fies! Und viel zu viele, Mann. Ich muss doch aufpassen, wenn wir weiter so optimal spielen. Dann könnte es auch ein bisschen schwerer werden. Ich glaube, so viel können wir spoilern, ohne nun auf Details einzugehen. Wir werden ja noch zwei weitere Charaktere im Spiel hier bekommen. Und da bin ich natürlich sehr darauf gespannt, denn das bedeutet natürlich auch wieder neue Sneaker-Animationen. Und eine neue Sneaker-Animation bedeutet natürlich auch eine neue von unseren coolen Manövern. So. Tja. Das weiß ich schon, dass ich stark bin. Danke, danke, danke. Ladies immer hinten anstellen, man. Kann mir gar nicht klettern. Oh, Leute, schaut euch seine Kombis an. Er ist so gut. So, und jetzt ist auch mein Kombi leider hier vorbei. Lauf schneller! Guess I misread the landing. Laufe ich jetzt hier richtig? Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt hier richtig laufe oder ob ich jetzt zurücklaufe. Oh, da sind Gegner, das ist auf jeden Fall schon mal gut. Hui! Das ist so Adrenalin Rush, Mann! Es ist erst so Adrenalin Rush, wenn man halt immer Angst hat, dass man, dass einem das Combo Barometer ausgeht. Und deswegen läuft man da die ganze Zeit durch die Gegend, hofft, dass man Alite findet, hofft aber gleichzeitig auch, dass dass gleichzeitig die Gegner nicht verschwinden. Das ist ernsthaft. Ein Adrenalin-Rush hier, komm. Oh nein, oh nein, oh nein, noch ein Item. Okay, also es ist gut, dass wir noch ein Item haben. Aber vielleicht sind es endlich mal die Items, die wir brauchen.
Okay, das wird nichts mehr. Links. Nee. Nein! Nur eine Sekunde! Drecks, mal gucken! Drecks, mal gucken! Alles eure Schuld! Zack! Und nicht mal ein Level gemacht. Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, das mit der Erfahrung, es hätte schon ruhig immer ein bisschen flotter gehen können. Aber ich habe immer das Gefühl, es geht ein bisschen arg langsam. Aber ich glaube, wir haben alles abgesucht, ja. Ja, ja, sieht schon gut aus. Da war eine Orangenschale? Hä? Achso, das habe ich gerade... Ach, wahrscheinlich spawnen die Gelees danach, oder? Keine Ahnung. Nun gut, weiter geht's. Es ist nett natürlich, jetzt geht das Kombi noch relativ langsam, aber dann, wenn wir kämpfen, wenn wir dann höher das Level haben, dann geht's immer schneller. So, mittlere Ebene. Oh, da hinten wären Steine, die wir natürlich nicht gesammelt haben. Auch eine sehr seltsame Baumstadt, die hier gebaut ist. Ah, ich mache immer die Attacke, die ist schlecht. Weil die Gegner immer in die Luft fliegen und dann kann ich sie immer so schlecht noch platt machen. Mach mal lieber die da. So, also, der Adrenalin Rush beginnt wieder. Oh. Okay, das ist jetzt schlecht. Ah. Warte mal. Wo muss ich denn hin, in Sinn Gottes Namen? Okay, da geht's zu der inneren Ebene. Oh! Oh, okay, wir waren falsch. Schade. Naja, immer noch die Items abgegrast. Was will man mehr? Aber die kommen... Nee, da hoch sind wir echt gelaufen. Ja gut, das Kombometer läuft jetzt runter. Das ist mir jetzt egal, aber dafür hole ich das Item da hinten noch. Jetzt haben wir schon wieder Juwelen und die Juwelen kann man gebrauchen. Ach, vielleicht sind wir da gar nicht hochgeklettert. Warte mal. Genau, wir sind nämlich da. Ah, okay, gut. Da sind wir, glaube ich, runtergehüpft. Genau, und da sind wir hergekommen. Da bin ich aber hier nicht hochgeklettert, oder? Ich, oder doch? Ich hasse Ehrgärten, deswegen mag ich nur gerade Wege. Nee, wir waren hier eigentlich, aber scheinbar bin ich da planlos einfach in der Gegend rumgelaufen und habe nicht geschaut, dass es da weitergeht. Gut möglich. Also, chat. Ah, okay. Und dann hier in die andere Richtung laufen. Na gut. Hatte Max natürlich wohlwollend ignoriert. Weil hier habe ich ja alles abgesucht. Aber wir müssen da lang latschen irgendwo. Also komm. Wo bin ich jetzt eigentlich genau? Genau da. Also erstmal kurz nach links schauen. Achso, das meint damit. Der leuchtet ja echt, das ist schlecht. So, einfach los rage. Gerade ist echt ohne Taktik, Mann. Es sind viel zu viele Gegner, Mann. Es sind einfach viel zu viele Gegner. Ich konnte keine Taktik entwickeln. Ich konnte nur draufhauen. Oh, Schwein. Oh, Stufe 5, okay. Alter, wo sind die ganzen lappischen Gegner hin?
Haben die alle keine Lust mehr? War das mal, wer ist der Goldener war? Ja, natürlich machen wir das. Willst du den nicht besiegen? Der hat eigentlich kein Leben mehr. Oh, nicht auf den! Verdammt. Egal. Und wie du meiner bist. Jetzt hätten wir noch Erweiterung für unseren Wirbelmove, der noch mehr Schaden macht, aber ich glaube, der wird wahrscheinlich dann 2 AP-Balken kosten und das ist schlecht. Leute, man, das ist sehr, sehr, man kommt da so in einen harten Kampfrausch rein. Wenn man die ganze Zeit diese Kombo, wenn man hier die ganze Zeit in dem Kombo-Rausch ist, man. Warte kurz, erstmal, okay, können wir nicht abbauen? Na gut, machen wir danach. Was mich nur nervt an den Fähigkeiten. Ja, für so dieses ganze Standardgegner. Es ist echt so eine Sache mit den Fähigkeiten. Weil, also in Bossen ist es im Endeffekt essentiell natürlich wichtig. Dass man die Kombos richtig annimmt und dass man da auch vernünftige Kombos raushaut. Aber für diese, also dass man die Fähigkeiten, Verzeihung, die einzelnen richtig anwendet. Klar, Shields in der Luft. Ich meine, Shields in der Luft, das ist das Einzige, was immer hilfreich ist. Weil es gibt halt doch sehr, sehr viele, die halt fliegen. Aber die anderen Fähigkeiten sind so eine Sache. So, wartet. Da vergeht die Zeit nicht weiter, oder? Okay. Also es wäre noch cool, wenn es noch eine Fähigkeit wie Alphens geben würde. Wir haben so viel Geld, ich kaufe jetzt noch ein Orangengelee. Kauf mal Apfelgelee, Apfelgelee 5. Ein Tank des Lebens. So viel Geld, was wir rausgehauen haben. Ja, was soll man sonst machen? Waffe schmieden. Oh, endlich die neue Waffe. Ja, sehr schön. Und schon Lilly langt eigentlich immer noch nicht. Strahlmasse, Bahnhof führen. Oh, das kann ich von. Das kann ich von überall machen, ja geil. Ach, ey, wir machen einfach nur normales Futter. So. Passt. Und Zubehör schmieden. Okay, nichts cooles. Passt. So. Was haben wir hier? Bauer. Alphen-Waffensammler, noch besser. Oh, ein zusätzlicher L. Das beste Upgrade, was man sich wünschen kann. So, wir haben nämlich eine Rüstung gefunden. Genau, ein Topos-Gewand hier. Passt. Dann... Schauen wir mal kurz, Kriegeremblem, dabei bleiben wir durchdringen. Der Glücksreif. Aha. Warte mal, das ist eigentlich dumm, was wir hier haben. Maximale KP plus 15, das wäre, warte mal, das machen wir echt bei ihm. Weil, alles andere ist bei dem eh unnütz eigentlich. Resistenz plus 30, genau, das machen wir. So, und dann nochmal kurz in die Outfits, weil... Fackelklaue, genau. Gucken wir nochmal die Matrix. Also wir haben den AL zusätzlich jetzt bekommen. So, Verwüstung. AL, wir haben schon kritische Treffer zugefügt werden. Das ist geil. Wir gehen erstmal auf den da. Hört sich besser an. So, erhöhtes Limit machen wir hier. Bei ihr habe ich, wie gesagt, immer keine Ahnung, was wir für Upgrades machen können. Wir können mal Genesung machen. Also, für, wenn ich sie spielen würde, wäre das super. Aber keine Ahnung, ob das jetzt sowas bringt.
so. Weitere Ausrichtungsentfernung können wir machen. Erhöhter Schaden. Ja, sie können ja keine Gegenangriffe machen, wenn ich sie nicht spiele. Aber egal. So, und jetzt kommt. Ich hoffe, wir kriegen damit auch noch die Boss, die Mehrerfahrung jetzt beim Boss. It's crazy. I've never seen anything like these plants before. It's like they're an invasive species. Not that I'm surprised. Calaglia is all dry and Cislodia is... Watch out! The hell? Is that a Zoogle? That thing is huge! Everyone, be careful! Wieso habe ich mir eigentlich kein Antigift ausgerüstet? Wieso habe ich mir einfach kein Antigift ausgerüstet? So, warte mal kurz. Arzt. Nein, warte mal. Komm mal, chill mal. Also, Wasser können wir wegmachen. Feuerangriffe. Ist natürlich super, wenn ich die deaktiviert habe. Passt. Ja gut, Erdattacke haben wir jetzt auch nicht. Und wie soll ich da hochkommen? Okay, das war, glaube ich, ein Fehler, weil ich denke, wir müssen da den Hauptkörper mit angreifen. So, Erde wird uns ja nicht viel bringen. Ich habe leider nur Erdattacken. Das ist sehr schön, das ist sehr schön. Na, Double Demon Summon, also zweimal brauchen wir den nicht. Da bin ich doch dabei! Oh oh. Oh oh. Können wir wieder aufhören? Danke. Da muss man uns nicht unbedingt treffen lassen. Was machst du denn, deine Gefrierlanze, Mann? Gleich verlernen, gleich verlernen. Was? Okay, geh wieder auf mich. Jetzt haben wir mal zweimal am Stück gestürmt. Warte mal, der Tentakel hat am wenigsten. Wieso greife ich auch nicht den einfach an? So. So, da hast du aber echt recht, Mann. Ja, genau, weil wir eh nicht schon zu wenig Probleme da haben. Weg, 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 Alter, geh weg! Wie ich da ausgewichen bin, ich weiß es echt nicht. Ich kann nicht mal bei den gescheiten Kombos anfangen. Mir geht's voll gut, mir geht's voll gut, mir geht's voll gut. Ich habe nur 50 Gegner, die ich alle gleichzeitig bekämpfen muss. Weg da! Ich stehe genau in was sehr, sehr Ungesunden. Achso, es war ein Heilfeld. Okay, sehr schön.
Komm schon! Ach so, mir fällt gerade, ich muss jetzt noch seinen letzten Tentakel beziehen. Ich dachte, er ist schon. Na. Passt schon. So. Weg! So, wir haben ihn fast. Der ist nicht so schwer. Der ist echt nicht so schwer, weil auch er in der Mitte halt so gut, so easy zum Angreifen ist. Ja gut, seine äußeren Teile können wir auch nicht mal angreifen. Und ihr seht auch, der Großteil seiner Attacken richtet sich immer an sein Inneres. So, komm schon! Bam! Everyone okay? I'm starting to get that it's a trap feeling again, guys. We'll just pray you're wrong. Hey, there's that cat. Looks like it's not done leading us yet. The astral energy is surging around me. How do you even... Should we really be lighting a campfire in the middle of a forest? You scared of starting a fire? As long as we put it out thoroughly afterwards, we'll be fine. Really, it's a good thing to have a fire here. It'll keep the Zoogles away. Have you both forgotten what we've come out here to do? I'll let them relax, Shion. It's good to unwind every now and again. If you say so. Rinwell, mind if we chat a little? Hoodle, come here, sweetie. Good boy. What are you doing? It's flying practice. Hoodle doesn't really like to leave my side, but if I don't make him spread those wings every now and then, they'll start to weaken. It's important he practices. Also, I'm pretty sure he put on some extra weight. Probably because everyone keeps sneaking him snacks when you're not looking. I knew it! I thought there was something fishy going on. Oh, it's really not good for birds to be overweight, you know? Oh, really? I'm sorry, Rinwell. You were feeding him too? You haven't been giving him anything he can't eat, have you? I'm pretty sure everything I've given him has been okay. Just to be sure, though, why don't you tell me what he can't eat? Huh? Oh, yeah. Is something the matter? No, not at all. It's just, for a really long time, Hoodle was the only friend I had. So on the one hand, it makes me really happy to see everyone be so accepting. But on the other, it's a bit of an adjustment sharing him, you know? Every one of us can see that he's like family to you. I can promise no one's trying to ignore your feelings or anything. Yeah, I'm sure you're right. I'll talk to the others about it later. We should really get some rest. Ich bin dafür, irgendwann gibt's Hoodle braten. Wisst schon, mit Soße. Was habt ihr da gegessen? Das war Hoodle! Another day, another gold. So, also. Wollen wir was kaufen? Nö. Ah, warte, erhöht die Bonusanzeige der Kampfserie. Das ist ja nett. Aber brauchen wir das nicht. Okay. So, dann würde ich mal sagen, schauen wir uns gleich dann an. Der Max, der hat ja noch was gerochen. Schauen wir uns dann gleich nochmal an, was hier die Katze zu verborgen hat. Und das müssen wir aber leider beim nächsten Mal machen, denn wir machen nur einen kleinen Cut. Und beim nächsten Mal geht es dann ja weiter mit Let's Play Tales of Arise. Bis dann, auf Wiedersehen. Ciao.